Ich bin Gewerbetreibende und wenn einer kommt... Ich bin Gewerbetreibende und wenn einer kommt und sich ein Bier bestellt, dann schenke ich es ihm ein, aber damit hört's auf. Sehr gut. Pass mal, und so muss der Anfang laufen. Wenn ihr das habt heute Abend, dann funktioniert's auch. Ihr müsst wirklich einen Einstieg für die Zuschauer bieten. Wenn das zu gemütlich beginnt, dann denkt man auch, na ja, das plätschert so dahin wie die Moldau. Aber die Moldau ist ein großer Fluss, der hat große Wogen, ja? Ich möchte mal nochmal sagen, es ist meiner Ansicht nach eben nicht so richtig zu sagen, dass es nur etwas ist, was wir gegen rechts machen. Wir machen hier etwas für das Leben. Und wenn man etwas fürs Leben macht, macht man auch etwas gegen rechts. Wenn das Leben stillsteht, wenn sich nichts mehr bewegt, wird Demokratie zur Parole. Die Marktwirtschaft mit ihren neuen Gesetzen hat Bargeschow südlich von Anklam zum Verlierer gemacht. Als sei die Zeit weitergezogen und hätte dieses Dorf einfach zurückgelassen. ...400 Einwohner leben hier. Der Konsum hat aufgegeben, die Feuerwehr stellte ihren Betrieb ein. Und bei der vergangenen Landtagswahl gaben 46 Bürger ihre Stimme der NPD. Das sind 30%. In der Mehrzahl Protestwähler, glauben die Gemeindevertreter. Und Bürgermeister Karl-Heinz Thurow fragen wir... Was ist die NPD für Sie? Die NPD ist für mich... Ich kenne keinen von der NPD. Ich kenne keinen Landtagsabgeordneten von der NPD. Nichts. Ist mir für als Partei sind mir unbekannt, sage ich mal so. Die Rechten kümmern sich. Auch um das Kriegerdenkmal mitten im Ort, das sie kürzlich auf Hochglanz brachten und vor dem sie nun regelmäßig der deutschen Helden gedenken. Im Internet stellen sie diese Fotos zur Schau. In Sichtweite des Wohnzimmers von Ulrich und Gabriele Höckner finden diese Szenen statt. Als Bedrohung empfindet das die Familie, die in der alten Dorfschule des Ortes wohnt. Aber was lässt sich dagegen tun? Fragen sie sich, auch der 17-jährige Georg. Was tun, wenn die Mehrheit im Dorf schulterzuckend zuschaut und das gar nicht schlimm findet? Unerträglich empfindet Ulrich Höckner diese Lethargie, mit der den Rechten im Ort begegnet wird. Ja, aber die fahren hier doch alle im Moped. Na, ich denke mal, die finden es cool, einmal zu den anderen zu gehören, Macht zu zeigen, Macht auszuüben und ja, halt einfach mal, ich sag mal jetzt, die Sau rauszulassen vielleicht auch. Oder ja, also die Aggression eben zu zeigen, ja. Und auch so ein Bedrohungspotenzial zu vermitteln. Ich denke, das ist das Schlimme, dass man diese Bedrohung gar nicht so merkt. Dass es irgendwie so ein schleichender Prozess ist und man dann immer vielleicht noch sagt, ach naja, das ging ja noch. So schlimm war es ja eigentlich gar nicht. Also ja, dass die Schwelle, also Sachen, naja, irgendwie zu ignorieren oder vielleicht gar nicht so schlimm zu finden, dass das immer mehr wird. Das stimmt. Das ist eigentlich das, was mir Angst macht. Dass man es nicht so richtig wahrnimmt, aber es ist ja trotzdem da. Also ich bin schon so, dass es für mich auch unfassbar ist. Also wenn ich da so den Pasteurs eben so in Goebbels-Manier da brüllen höre, da denke ich, es kann eigentlich nicht wahr sein. Die Gemeinde Bargeschow hat den Schlüssel für das Jugendhaus den Rechten überlassen. Dann stehen die Jungs wenigstens nicht an der Bushaltestelle herum, rechtfertigt der Bürgermeister. Hier können sie nun schalten und walten. Der Flachbau ist inzwischen beliebter Treffpunkt der Neonazi-Szene aus der ganzen Gegend. Unfassbar für Ulrich Höckner. Als die Kamera bemerkt, wird alter Wortführer im Ort heran.
Die Atmosphäre ist angespannt. Ich brauche gar keine Antworten fragen oder irgendwelche Sachen beantworten. Das war alles schon immer so. Das war alles immer so. Ist das privat oder ist es Gemeinde? Das ist meine Bargeschuppe. Meine Bargeschuppe, meine Doro. Und werden Sie da irgendwie Sie unter... Raus. Aber Ulrich Höckner lässt sich das nicht verbieten. Immer wieder nachzufragen, aufmerksam zu machen. Und eigentlich müsste es ja auch jemand sein hier, der das auch so anleitet oder der auch eine gewisse Hausordnung hier einhält und der sich darum kümmert. Und das machst du, oder? Machen wir. Zusammen. Habt ihr auch Konzert? Habt ihr selber ins Internet gestellt? Ein Konzert? Ein Liedermacher, klar. Das ist doch kein Konzert. Naja, aber wenn jemand hier das Musik... Das ist mein Heimabend gewesen, wo wir ein bisschen Musik gemacht haben. Ja, und Vortragsabende, wie es wirklich war und so. Also ist ganz so harmlos, würde ich das also nicht einschätzen. Harmlos findet das der Bürgermeister. Wie viel gehen da rein in den Raum? Wie viel gehen da rein? 20 Leute? 20 Leute, dann ist es hoch, das ist kein Konzert, 20 Leute ist kein Konzert. Das ist eine kleine Veranstaltung, wenn sie es machen. Die spielen ja auch nur, die spielen ja auch da. Die haben ja ein Schlagzeug drin und machen Musik. Das ist eigentlich nichts Verwerfliches. Es war liegt, weil er wird wieder näher so umgedreht, weil er wieder heiß, ich finde ja Veranstaltung starten, rechtsradikal oder was, das ist Kram. Naja, komm. Rechtsradikal und heimattreue du Deutsche ist ein bisschen Unterschied, ne? Naja, aber wenn, weiß ich, Pfingsten oder Ostern oder so, da sind schon Action hier. Also die Action. Man kann die NPD vielleicht mal mitgeholfen haben oder so. Mhm. Ich kenne auch Leute, die sagen, sie möchten ihre Kinder nicht hierher schicken, weil sie nicht mit der rechten Szene zu tun haben wollen. Ja, das ist Quatsch. Also ich spreche mit jedem persönlich aus dem Dorf. Also ihr kennt keine Pfingstenkinder, die hier nicht sind? Nee, die kommen alle hier. Die einzigen Kinder aus Bayerischen, sage ich jetzt mal, die hier vielleicht nicht herkommen, sind ihre Kinder. Das sind vielleicht die einzigsten und selbst die könnten noch helfen. Hier kann doch jeder helfen. Nee. Naja, das stimmt ja so nicht. Doch. Nee. Die Kinder von Kinder, die dürfen hier, die sind das auch hier. Die dürfen her. Ja, es geht ja nicht um das Dürfen. Und da haben die alle nichts dagegen. Ihr kennt keinen, der hier irgendwie sagt, mein Kind darf da nicht hin, weil da die Nazis sitzen. Das ist kompletter Wohlsinn. Die Rechten prägen in Barge schon anderswo inzwischen die Alltagskultur. Sie veranstalten Kinderfeste und Wehrsporttage, laden ideologisch geschulte Referenten und rechte Liedermacher zum Heimatabend. Lass sie doch machen, solange sie keinem was tun, die vorherrschende Meinung der Leute hier. Eine Haltung, die Ulrich Höckner nicht teilen kann. Wir haben ja nun eine DDR-Diktatur in dem Sinne erlebt. Und meine Eltern haben den Faschismus erlebt. Und wenn man also zweimal totalitäres System erlebt hat und dann genau hier in der Region wieder ein Totalitarismus will, da fehlt was. Und das ist das, also, wo ich denke, da gibt es auch vielleicht keine Instanz mehr, die man ansprechen kann. Dann, das hat so eine Eigendynamik. Herr, erbarme dich. Für unsere Gesellschaft bitten wir, dass sie nicht noch weiter auseinanderbricht in Gebildete und weniger Gebildete, in Begürtete und Chancenlose, in Reich und Arm. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Zurück in Lausanne, wo sich Pastor Philipp Graffham lange nicht mehr nur auf das Erbarmen des Herrn verlässt. Segensreich für den Ort ist sein ziviles Engagement. Ihm und seinen Mitstreitern ist es zum Beispiel zu verdanken, dass das Kulturhaus, bis vor kurzem noch modernde Ruine, wieder zum Treffpunkt wurde.